Danke, danke, danke. Ich finde es einfach so schön. Und ja, es macht mich schon ein bisschen stolz, dass alle drei, die da vorne standen, bei mir im BU waren. Hm? Schon cool. Ja, ihr habt quasi jetzt den Zusammenschnitt von drei von vier BUs, nein, drei BUs, die wir insgesamt hatten. Und deswegen sehr, sehr cool. Ich freue mich über diese Kreativität. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und die BUler wissen schon, welche Geschichte das ist. Damals, also ich sag damals, weil es mittlerweile schon wieder so lange her ist, nämlich im Mai, als eigentlich der BU-Abschluss stattfinden sollte, haben wir gedacht, wir wollen den BUlern trotzdem noch was mit auf den Weg geben. Und auf meinem Herzen lag ganz stark diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese, ich bin mir natürlich sicher, dass ihr noch ganz genau wisst, was ich euch als kurze Message, als Videoclip weitergeschickt habe. Das habt ihr bestimmt nicht vergessen in den letzten Monaten. Oder vielleicht doch. Dann sollte das heute einfach ein Reminder für euch sein, eine kleine Erinnerung als Gedanken, was ich euch weitergeben möchte. Ich dachte aber vor allem, das als Predigt zu benutzen, weil wenige Geschichten, ja, wahrscheinlich fast keine andere Geschichte, so sehr die DNA Gottes beschreibt wie diese Geschichte. So sehr beschreibt, wie unser Gott tickt, also wie der christliche Gott tickt. Wie er drauf ist, wie man sagen würde, wie er ist. Und ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen aus Lukas 15, Verse 11, folgende. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einer der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst.
Und ich danke dir dafür, dass deine Liebe so unendlich groß ist. Und ich bitte dich, dass wir noch mehr verstehen, ja, wie du eigentlich tickst, wie du drauf bist, wer du bist, Herr. Hab du Dank dafür. Amen. Ich habe diese Geschichte ausgewählt, weil ich glaube, dass sie uns zeigen kann, wie jetzt es weitergeht. Weil für mich ist natürlich immer es eine herausfordernde Situation. Ja? BU-Abschluss bedeutet auf der einen Seite wirklich ein Happy Moment. Wunderbar, wir stehen hier zusammen und freuen uns mit euch, BUlern. Wir freuen uns, dass es eben stattfinden kann. Aber auf der anderen Seite ist man genauso auch traurig, weil man sagt, es geht eine intensive Zeit vorbei. Und das kann ich in der Tat für Reimer, Rebecca und mich sagen, wir haben die Zeit mit euch unglaublich genossen. Und es ist verrückt, über 1,5 beziehungsweise in eurem Fall sogar 2 Jahre, ihr wächst einem einfach so ans Herz. Und es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein. Und liebe Eltern und Familien, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ihr habt so tolle Kids. Das ist so toll gewesen, mit ihnen unterwegs zu sein. Und das sage ich wirklich nicht einfach nur, um zu schleimen, weil jetzt ist ja sowieso zu spät. Sondern ich sage es aus voller Überzeugung. Wir sind einfach so dankbar gewesen, diese Zeit genossen mit ihnen. Und umso mehr bewegt mich dann die große Frage, wie geht's jetzt weiter? Also was jetzt? Und jetzt kommt diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn, wie er genannt wird, ich glaube, der Titel ist eigentlich falsch, da wird uns ein junger Kerl gezeigt und dieser junge Kerl sagt zu seinem Vater: Vater, ich möchte von zu Hause weg, ich möchte das Erbe ausgezahlt bekommen. Und die Story, und das möchte ich gleich zu Beginn sagen, endet in der Katastrophe. Und jetzt könnte man den Eindruck bekommen, ah ja, jetzt zum Abschluss vom BU wird nochmal Druck gemacht und gesagt, also wenn ihr weggeht von uns, dann wird es euch richtig, richtig, richtig schlecht gehen. Naja. Dafür mache ich den Job schon zu lange, dass ich weiß, das ist nicht so. Und ich weiß ganz genau, dass ein Mensch sagt, das ist ein gutes Leben, das hat erstmal nicht zwingend was damit zu tun, ob Gott in meinem Leben ist oder Gott nicht in meinem Leben ist. Vielleicht ist es für den einen herausfordernd. Ich bin fest davon überzeugt, wir alle können nicht ohne Gott, weil ich glaube, Gott ist allen an der Seite, Gott ist da und wir könnten nicht leben ohne ihn. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es Leben gibt, wo die Mehrheit der Menschheit sagen würde, ja, hat er doch gut gemacht, läuft doch, ist doch glücklich, ist doch alles gut. Also kurzum, wenn es darum gehen würde, euch zu locken mit dem besten Leben, mit dem besten Geld, mit dem besten Job, mit allem, was man haben könnte, dann würde ich euch nicht zum christlichen Glauben einladen. Und dann wären für mich auch die letzten 1,5 Jahre beziehungsweise 2 Jahre umsonst gewesen, weil das ist nicht der Grund, warum ich so davon überzeugt bin, dass der christliche Glaube meines Erachtens der beste Glaube ist, den man überhaupt haben kann, weil dieser Gott einfach ein wunderbarer Gott ist. Und das möchte ich euch an dieser Geschichte zeigen. Nämlich an diesem Sohn, diesem jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn, der wird einfach ziehen gelassen. Und ihr Eltern, ich vermute, ihr könnt das gut nachvollziehen. Es ist einfach so unglaublich schwer, loszulassen. Es ist einfach so unglaublich schwer zu sagen, okay, jetzt mache ich mal. Wenn man dieses Kind, wenn man diese Kinder so sehr liebt, dann will man am liebsten alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Aber man weiß ganz genau, es bringt nichts, sie zu zwingen. Und genau hier sind wir an der Stelle von der DNA Gottes, von der DNA seiner Liebe. Gott tickt nämlich so, dass seine Liebe freisetzt. Er setzt uns frei, ihn zurückzulieben oder eben nicht. Und deswegen, so sehr ich den Wunsch hätte, und ich habe ihn wirklich, euch BUler und alle ehemaligen BUler hier anzuketten und zu sagen, bleibt bitte hier. Und ich füttere euch auch regelmäßig, ja? Mit gesundem Essen oder auch nicht. Ihr wisst ganz genau, das bringt nichts. Das wäre keine Liebesentscheidung, sondern das wäre Zwang, das wäre Druck und es würde nichts bringen. Aber umso mehr zerreißt es das Herz, wenn man weiß, ich habe es einfach nicht in der Hand. Aber genau darüber möchte ich erzählen, nämlich diese Liebe Gottes setzt uns frei. Sie zwingt nicht, sondern sie setzt dich frei zu entscheiden, was du mit dieser Liebe machst. Und dieser junge Kerl, der wird entlassen in die Freiheit.
Und das Spannende bei der Geschichte ist, ja, also viele regen sich ja über das Erbe auf, das er einfordert, aber das, was wirklich herausfordernd ist, dass das Erste, was er macht, ist, so weit wie möglich wegzugehen von zu Hause. Da stellt sich schon die Frage, wie hast du zu Hause erlebt, dass du so schnell wie möglich, so weit wie möglich weg willst? Ich hoffe nicht, dass es für euch so ist. Ich hoffe nicht, dass ihr die BU-Zeit als dramatisch erlebt habt oder so, sondern dass ihr wirklich sagt, hey, das ist eine schöne Zeit gewesen und das ist ein Ort, wo ich herzlich willkommen bin. Und das möchte ich euch und auch allen ehemaligen BUler, egal ob sie hier sitzen oder an dem Screen sind, nochmal deutlich sagen. Ihr seid jederzeit hier herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, wenn ihr da seid. Wir freuen uns so sehr. Aber diese Liebe setzt frei. So frei, dass man mit dem Leben machen kann, was man möchte. Und er geht mit seinem Erbe. Und sein Erbe ist ungefähr ein Drittel von dem, was man dort damals bekommen hat. Also er hat nicht das komplette Erbe bekommen, sondern ein Drittel davon. Und so ist es auch für euch. Wir geben euch quasi so diese ganzen Erlebnisse mit, die ihr jetzt in dieser Zeit hattet. Und wir laden euch ein, dieses Erbe in eurem Leben wirken zu lassen. Und ich kann es nicht anders sagen, ich sage jetzt nicht, geh mit Gott, aber geh, sondern geht, aber geht mit Gott, weil ich wünsche euch von Herzen, dass Gott an eurer Seite ist und dass ihr nicht vergesst, was ihr hier erlebt habt. Die Geschichte bei dem jungen Kerl geht weiter. Und jetzt kommt dieser Moment, wir sind ja eine Gemeinde voller Kuscheltiere und so haben wir auch ein schönes Schwein-Kuscheltier, das wohnt übrigens im Sekretariat, nur falls ihr es sucht. Also es ist wirklich so, wir haben einen kleinen Schrank, da sind die lauter Kuscheltierschweinchen drin. Vorhin extra geholt und es kommt jetzt dieser Schweinmoment. Am Ende, am Boden angekommen. Das Schwein ist wohl das Unwürdigste, was man in Israel kannte. Und jetzt sagt dieser junge Kerl, ich habe Hunger, ich würde gerne was von seinem Essen haben. Und jetzt sagt dieser Bauer, nein, sorry, aber du bist noch nicht mal wert, das Essen von dem Unwürdigsten zu essen, was wir in unserer Gesellschaft haben. Also kurzum, dieser Kerl ist wirklich am Boden angekommen. Der kann einfach nicht mehr. Alles vorbei. Und die Frage stellt sich, muss man erst zur Erkenntnis kommen, wenn man ganz unten ist? Nein, muss man nicht. Bei Gott sind alle willkommen und auch wir kennen es auch aus unserem Leben. Wir können uns jederzeit verändern. Ja, das ist so. Aber die Realität sieht so aus und ihr könnt euch alle möglichen Studien anschauen. Leider ist es so, dass Veränderung in unserem Leben meistens erst dann kommt, wenn wir wirklich am Boden angekommen sind. Wenn wir wirklich bereit dazu sind. Und so ist es bei ihm. Er macht sich auf und er kommt nach Hause. Und zu Hause wartet nicht jemand, sondern der Vater, und das ist dieser Ankunftsmoment, kommt ihm entgegengerannt. Ich habe das gerade letztens in einer anderen Predigt gebracht. In dieser Kultur rannte man nicht als angesehene Person. Das war absolutes No-Go. Aber diesem Mann ist es egal. Er lässt alles stehen und liegen, weil er sich so sehr freut. Und jetzt müsst ihr euch die Situation vorstellen. Der Kerl kam gerade von der Schweineherde. Der saß da auf dem Boden, war verdreckt, also nicht so schön angezogen wie ihr alle, sondern wahrscheinlich richtig, richtig ekelhaft. Er hat gestunken von oben bis unten. Und was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen und umarmt ihn. Er umarmt ihn und küsst ihn. Und Jesus sagt, wisst ihr, genau so bin ich. Auch wenn du dich noch so wertlos fühlst, du bist mir nicht zu schade. Ich werde dich auch in diesem Moment berühren. Und er hat an anderer Stelle gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So wie ich euch diese Liebe zeige, so genau tickt Gott. So ist seine Liebe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das durch die Presse ging vor einigen Jahren. Ein Bild von Papst Franziskus, ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber was ich finde, was so wunderschön diese Situation darstellt. Ein Mensch, der sich aufgrund seiner Krankheit, aufgrund seiner Probleme, die er hat, wahrscheinlich unwürdig hält, weil keiner ihn anschauen will, weil keiner ihn berühren möchte. Und Papst Franziskus hat genau das gemacht, er hat ihn in den Arm genommen. Genau so tickt Jesus. Genau so tickt Gott. Du kannst von außen noch so wenig Wert zugesprochen haben. Entscheidend ist, dass Gott dir den Wert zuspricht und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und wie geht es weiter?
Jetzt kommen wir zum zweiten Sohn. Und wie reagiert der zweite Sohn? Der zweite Sohn, er bekam sogar 2/3 von dem Erbe. Das war damals normal. Er hat dafür sich auch ums Haus gekümmert. Das heißt, er war jetzt Chef von dem Laden. Am Anfang vom Text, das überliest man nämlich relativ schnell, heißt es nicht nur, der Junge hat sein Erbe ausgezahlt bekommen, sondern auch der Ältere. Beide haben das Erbe erhalten. Das heißt, der Ältere ist jetzt in dem Moment quasi Chef im Haus. Und jetzt hört er, dass da Musik läuft. Und logischerweise fragt er sich, was ist da los? Warum habe ich davon nichts mitgekriegt? Hier ist eine Party in meinem Haus und ich kriege davon nichts mit. Und er fragt seinen Diener, und der Diener sagt, hey, dein Bruder ist wieder da. Er hat zwar alles Geld verprasst, aber dein Vater hat gesagt, alles gut, er soll wieder zurückkommen und soll wieder als Sohn hier starten. Und der Sohn ist völlig zornig und frustig. Und wir empören uns so schnell über diesen zweiten Sohn, aber um ehrlich zu sein, dem sein Frust ist doch sowas von berechtigt. Das ist doch sowas von ungerecht. Es ist doch völlig ungerecht. Die haben ganz ordentlich dieses Erbe aufgeteilt. Er trägt auch die Verantwortung und damit auch die Gefahren, die dahinter stecken. Und jetzt kommt der Sohn wieder, hat kein Geld. Und was macht der Vater? Der Vater gibt ihm den Siegelring. Auf heute übersetzt heißt es, er drückt ihm die Kreditkarte in die Hand und sagt, Junge, das ist meine PIN, mach damit, was du willst. Das müsst ihr euch vorstellen. Der Kerl hat gerade das gesamte Erbe verprasst und jetzt kriegt er die Freiheit, mit dem Geld jetzt zu machen, was er möchte. Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch etwas gefrustet. Der Wunsch nach Gerechtigkeit. Hey Gott, wo bist du? Aber ich merke, wir Menschen sind da so schizophren. Auf der einen Seite wollen wir, dass Gott gerecht ist und auf der anderen Seite wollen wir aber eigentlich, wenn es einen Gott gibt, dass er uns doch auch liebt, selbst wenn wir Fehler machen. Und dieser Gott verbindet beides. Er verbindet beides und sagt, ich bin gerecht. Aber das, was Gerechtigkeit nicht kann, ist, dich aus der Tiefe wieder rauszuholen. Ja, ihr könnt es gerne probieren an eurem Platz, aber sich selbst mit dem Arm hochzuheben, funktioniert nicht. Also sich selbst irgendwo aus dem Sumpf rauszuziehen, funktioniert nicht. Du brauchst Hilfe von außen, du brauchst jemanden, der kommt und dich unterstützt. Und genau das tut Gott. Gott tut genau das in dem Moment. Jesus tut das. Er erzählt diese Geschichte von diesem Vater und sagt, ich liebe dich einfach so, ohne dass du etwas leisten musst. Und der Vater stellt die Frage an den Sohn, warum tust du eigentlich, was du tust? Und das ist die andere Möglichkeit, wie man in dieser Geschichte reagieren kann. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, okay, gut, BU-Abschluss vorbei, ich bin jetzt mal weg. Und dann die anderen, die wiederum sagen, ich sitze hier, ich weiß ja, wie man sich benimmt und ich passe mich der Sache an. Dieser ältere Sohn hat vollständig angepasst gelebt. Und ich muss zugeben, über die ersten Jahre als Jugendreferent habe ich es gefeiert, wenn Jugendliche hier geblieben sind und mit dabei waren und Hauptsache, sie waren da. Aber aus heutiger Perspektive sage ich, was bringt das, wenn du mit deinem Herzen nicht dabei bist? Es bringt gar nichts. Und das, wozu dieser Text herausfordern will, ist, warum tust du, was du tust? Ich lade euch so sehr ein zu dieser Liebe Gottes. Aber am Ende stehen wir frei, was wir damit tun. Das Spannende ist, wenn man all die Gleichnisse in Lukas 15, die dort erzählt werden, verlorenes Schaf, verlorener Grosche und verlorener Sohn zusammennimmt, dann gibt es eine Schnittstelle, nämlich diese eine Schnittstelle, dass diese Liebe Gottes einfach größer ist und dass Gott von sich aus alles dafür tut, uns entgegenzukommen. Es gibt ein wunderschönes Lied, das das toll darstellt und beschreibt. Gewagte Liebe. Und die Band wird uns jetzt mit reinnehmen in dieses Lied. Wir werden jetzt zusammen Gott Lieder singen und wir laden euch ein, wenn ihr möchtet, mitzusingen. Und dieses Lied beschreibt so sehr dieses Herz von diesem Gott, diese Leidenschaft von diesem Gott, nämlich, dass er alles dafür tut, uns entgegenzukommen, uns nahe zu sein. Jetzt ist das aber alles eine wunderschöne Geschichte.
Und jetzt könnte man sagen, ja, schön, dass ihr die letzten 2 Jahre eine tolle Geschichte erzählt habt. Ich bin aber davon überzeugt, dass unser Gott wirklich ein lebendiger Gott ist. Dass er echt ist, dass er erlebbar ist und dass es ihn wirklich gibt und dass wir mit ihm kommunizieren können. Dass er Kontakt zu uns sucht, genauso wie es die Geschichte zeigt. Dass er uns nahe kommen möchte. Und das haben einige von uns erlebt, ganz konkret. Und Carla hat eine Geschichte erzählt, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, nämlich bei dem Thema Heiliger Geist. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir dieses Thema hatten, Heiliger Geist, und ich euch erzählt habe, für was der Heilige Geist alles steht, und du schon gesagt hast, es ist für dich irgendwie komisch nachzuvollziehen, rational zu begreifen. Und dann gab es eine Formulierung, dass ich gesagt habe, der Heilige Geist ist der, der uns miteinander verbindet. Paulus sagt an einer Stelle, selbst wenn ich nicht gerade da bin mit meinem Körper, bin ich doch im Geist mit euch verbunden. Und du nur, hä? Wie soll das denn gehen? Und ich sage, ja doch, das geht. Hey, wenn man für andere betet, dass plötzlich einem was aufs Herz gelegt wird, was den anderen bewegt, obwohl man gar nicht da ist. Und du bist mit Fragezeichen nach Hause gegangen. Und dann ein paar Wochen später war das ECJA-Camp. Was ist da passiert? Genau, also für die, die nicht wissen, was das ECJA-Camp ist, das ist so ein Camp über Himmelfahrt, also Mai, Juni ungefähr, wo einfach ganz viele Gemeinden und Kirchen aus ganz Deutschland zusammenkommen und dann einfach, also es ist ein Camp von 500 Leuten und dann einfach dort ein paar Tage, ich glaube zwei, drei Tage zusammen sind und Spiele machen und Worship und Gebet und immer sehr cool. Und genau, letztes Jahr war ich halt dort und eine kurze Story davor. Ich glaube eine Woche vor dem BU-Thema Heiliger Geist gab es so einen kleinen Worship-Abend und da gab es das Lied Oh Come to the Altar und das war halt wirklich, da hat es Klick gemacht und ich habe dieses Lied perfekt verstanden und es hat mich sehr berührt und genau, dann kam halt das Thema Heiliger Geist und dann habe ich auch immer mehr verstanden und ja, das war sehr cool und dann eben nochmal das ECJA-Camp. Ich glaube, 3 Missionare aus Kolumbien waren dabei. Die haben so einfach das Camp miterlebt. Und ein Mann davon, der war so ungefähr Anfang, Mitte 20, ist, glaube ich, am zweiten Tag zu mir gekommen. Und also der konnte nur Englisch und hat auch fast alles in Google Translate eingegeben. Deswegen konnte ich auch nicht alles perfekt verstehen. Aber der kam zu mir und hat so eine Zeichnung von einem Mädchen mir gezeigt, das genauso aussah wie ich. Und hat gesagt, ja, ich habe gebetet und ich habe dich in meinem Gebet gesehen und ich habe mich gefragt, oder er hat ein Mädchen gesehen und hat sich gefragt, ja, wer ist das? Und hat die ganze Zeit immer weiter gebetet und hat von Gott gehört, dass er eben mich finden soll. Und dann ist er eben zu mir gekommen und ich hatte eine kurze Hose an, auch mit Fransen und ein kurzes Top. Und genau so war die Zeichnung. Und es hat mich komplett, ich weiß gar nicht, also es war einfach krass, weil ich die ganze Zeit so eine Sache haben wollte, so eine Bestätigung von Gott. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich war immer so ein bisschen neidisch, dass andere ihn so richtig erleben. Und es war halt die Bestätigung dafür, dass er auch für mich da ist. Und genau, der Mann hat dann auch gesagt, dass ich unbedingt daran festhalten soll, an meiner Entscheidung. Und genau, das fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank dir. Und ich fand es so schön, weil wir gerade ein paar Wochen vorher genau dieses Thema hatten. Und dann hat er sich auf die Weise gezeigt. Ich weiß, man kann jetzt von Zufall sprechen. Wenn du möchtest, darfst du. Wenn sie möchten, dürft ihr das gerne tun. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Weil es genau das darstellt, was dieser Gott will. Er möchte Kontakt zu uns haben. Er liebt uns so sehr, dass er alles stehen und liegen lässt, um uns zu suchen. Aus der Liebe heraus. Amen.